Beginnen wir die Wortgottesfeier zum Pfingstmontag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Wortgottesfeier. Wir haben soeben im Eingangslied gehört, trau deiner Sehnsucht nach Freiheit. Alle Zeit. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, ist ein Fest der Freiheit. Paulus ermutigt uns, das so entschieden zu sagen: Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Freiheit von Angst, Freiheit von Zwang, Befreiung von Bevormundung und Befreiung von Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, jeder von uns und jede von uns hat Momente der Freiheit erlebt. Und wir haben auch das Gegenteil erlebt in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Freuen wir uns darüber, dass zu Pfingsten dieser Geist in unser Leben eintritt und unser Leben durchbläst und auch die Gemeinde erfüllt. Rufen wir den Geist herbei, damit er das Angesicht der Welt und unserer Kirchentreffen verändert. Jesus, du bist geboren aus dem Zuspruch des Geistes. Herr, erbarme dich. Jesus, du hast gewirkt auf der Fülle des Heiligen Geistes. Christus, erbarme dich. Jesus, du hast uns gesendet, den Geist der Freiheit, der weht, wo er will, in der Kirche und in der Welt. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Gott, als neuen Bund berufst du dein Volk. Als allen Völkern rufst du es heraus und führst es zusammen im Heiligen Geist. Du berufst auch uns als Kirche hier in Treffling,
Sauerteig für die Menschen zu sein, getreu deiner Sendung. Großes traust du uns zu in der Mitarbeit am Reich Gottes. Mit deinem Geist stattest du uns aus. Dir sei Lob und Preis, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte: Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Gott. Liebe Pfarrgemeinde, liebe Kinder, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Wissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. So heißt es in den Allgemeinen Menschenrechten, Artikel 1, die 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wurden. Sie werden sich jetzt gleich fragen, warum beginnt er mit einer Pfingstpredigt mit den Menschenrechten? Was hat es mit Pfingsten zu tun? Ganz einfach. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, ist auch das Fest der Freiheit. Und wir haben in den letzten Wochen uns ständig auch mit Freiheit beschäftigt. Die Covid-19-Pandemie hat uns gezwungen, darüber nachzudenken. Und zuletzt konnten wir sagen, endlich Freiheit. Nach Wochen der Quarantäne ist die Sehnsucht so groß und der Ruf nach Freiheit. Die Freiheit, sich mit Freunden zu treffen. Die Freude und die Sehnsucht, wieder ein Fest zu feiern. Gottesdienst zu erleben, live jetzt. Ein Konzert zu besuchen, in ein Museum zu gehen oder in ein Kino. Selbst die Kinder entdecken die Schule als Ort der Freiheit. Nach 8 Wochen Homeschooling mit ihren Eltern. Viele Menschen haben sich an die Einschränkungen der gewohnten Freiheit in den vergangenen Wochen sich gewöhnt. Sie haben sich sogar akzeptiert und sich an die Regeln gehalten. Aus der Einsicht um das höhere Ziel und aus Solidarität mit den besonders Gefährdeten. Das könnte man auch als ein Zeichen der Freiheit deuten, dass es sie tatsächlich gibt. Und dass nicht nur unsere eigenen Wünsche und Impulse uns leiten in unserem Handeln. Freiheit ist einer der meist diskutierten Begriffe für Politiker, Philosophen und auch Theologen. Und es ist schon interessant, ein Philosoph namens Volker Gerd hat gemeint, der Gottesbegriff und Freiheit haben eines ganz wesentlich zusammen. Beide sind sich ständig der Frage ausgesetzt, gibt es sie überhaupt, die Freiheit oder die Gottheit?
Weltweit wird derzeit das Verhältnis von Freiheit und Gesetz, von Sollen tun und lassen diskutiert. Es hat in den letzten Wochen namhafte Kritiker gegeben, die meinten, dass mit Shutdown war gesundheitspolitisch wichtig. Keine Frage. Aber man hätte sorgsamer umgehen müssen mit den Freiheitsrechten der Menschen nach diesen Erklärungen der Menschenrechte. Viele haben es nicht erkannt, aber einige Politiker schon, und da zähle ich die Angela Merkel dazu, die Bundeskanzlerin in Deutschland. Sie hat bekannt, das, was da passiert ist, war eine demokratiepolitische Zumutung. Es dürfte eigentlich nicht passieren, dass der Staat, dass Institutionen das Recht brechen. Und ein ganz aktuelles Beispiel diese Woche: Wir haben 25 Jahre Schengen gefeiert. Das österreichische Parlament das Gesetz ratifiziert hat, dass Österreich dem Schengen-Raum angehört. Und wir haben genossen, grenzenlos im Binnenraum herumzufahren und keine Zeit. Und was macht dann Österreich als einer der ersten Länder in der Pandemie? Sie sperrt die Grenzen zu. Gesundheitspolitisch kann man wieder sagen, ist so okay. Nach dem Schengen-Gesetz, nach der EU, ist es nicht okay. Man hätte vorerst Brüssel fragen müssen und das gemeinsam entwickeln. Aber da hat es plötzlich nur mehr Nationalstaaten gegeben, als ob es keine EU gibt. Eines ist sicher. Die Corona-Krise hat es deutlich gemacht, dass wir in Zukunft Freiheit und Gesetz, Freiheit und Schutz, Freiheit und Gesundheit zusammen denken müssen. Und das gilt auch für die ökologische Frage. Es wurde diskutiert, wann die Kliniken unter dem Ansturm von Covid-19-Patientinnen an ihr Limit kommen und vielleicht zusammenbrechen. Ebenso ist es zu fragen, wann unser Planet als Ganzes den Kipppunkt erreicht und dann ist eine Rettung nicht mehr möglich. Was sagen nun christliche Theologen und Theologinnen zur Freiheit? Die Freiheit des Menschen, so die große Überzeugung fast aller Theologinnen und Theologen, ist nur denkbar, indem Gott als absolute Freiheit, Freiheit ermöglicht. Andererseits müssen wir selbstkritisch auch bedenken, dass gerade die Religionsgemeinschaften nicht gerade den Ruf haben, Vordenker der Freiheit zu sein. Es gibt bei uns die autoritäre Versuchung, dass in der Regel männlich besetztes Lehramt weiß, worin der Wille Gottes besteht und die Gläubigen dazu anhält, ihn zu befolgen. Problematisch ist nicht, dass wir Menschen aus Einsicht sagen, wir unterwerfen uns dem Willen Gottes. Problematisch ist dann, wenn dieses Lehramt, wenn die religiösen Autoritäten ihren Willen, ihre Vorstellung als Willen Gottes sehen und oder verwechseln und dann verbindlich uns auftragen, das zu berücksichtigen. Was passiert da? Letztlich sind das Zeichen, dass da ein Misstrauen gegenüber der menschlichen Freiheit handlungsgebend ist. Die Bibel schaut es aber ganz anders aus. Die Bibel bezeugt auf vielfache Weise, wie Freiheit Gottes verstanden werden soll. Das beginnt damit, dass Gott den Menschen als Gegenüber schafft. Autonom, frei in seinen Entscheidungen und deshalb auch fähig zu lieben. Im 2. Korintherbrief bringt der Apostel Paulus das auf den Punkt. Der Herr ist Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und für manche Theologen ist es ein bisschen verstörend, wenn man
die Eigenschaften des Heiligen Geistes sich anschaut. Der Geist weht, wo er will. Er ist in sich frei. Und er hat ein ausgesprochen freies Verhältnis zur Institution, zu Grenzen und Regeln. Und man erkennt den Heiligen Geist an seinen Früchten. Als Früchte des Geistes nennt Paulus im Galaterbrief Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich möchte schließen, es gibt noch so viel zu sagen, aber ich möchte schließen mit zwei Zitaten von freiheitsliebenden und geisterfüllten Persönlichkeiten. Die eine ist Ruth Pfau, eine deutsche Ordensfrau, Ärztin, die über 40 Jahre in Pakistan arbeitete und dort erfolgreich ein nationales Lepra-Bekämpfungsprogramm entwickelte. Und sie schreibt einmal: Wenn man mir die Möglichkeit gibt, ein Wort zu sagen, das für mich das Wichtigste und das Kostbarste enthält, es wäre das Wort Freiheit. Und wenn es einen Wert gibt, für den ich bereit wäre, mein Leben zu geben, dann wäre es die Freiheit. Weil Freiheit die Voraussetzung der Liebe ist. Das zweite Zitat stammt auch von einem sehr geisterfüllten Mann. Albert Schweitzer, großer Theologe und Urwaldsdoktor, er hat einmal geschrieben: Ich will weder meine Freiheit gegen Wohltaten hergeben, noch meine Menschenwürde gegen milde Gaben. Ich habe gelernt, selbst für mich zu denken und zu handeln, der Welt gerade ins Auge zu schauen und zu bekennen, ich bin ein freier Mensch. Gegenwärtig in unserem Leben, Unruhe und tiefer Friede, unbegreiflich, tief in uns und um uns wie die Luft, die uns umgibt. Gott, unstillbare Sehnsucht und Ahnung von Glück, Gott in Musik und Stille, Gott meines Alltags und meiner Höhen
Gott in meinem Glauben und in meiner Gottesferne. Gott in klarem Wort und im stillen Säuseln. Gott, von dir kommen Leben und Freude, Wertschätzung und Würde, Ansehen und Segen, Heil und Heilung und einst Vollendung der ganzen Schöpfung. Wir bitten dich, erhöre uns. Mach uns bereit, deinem Geist in unserer Zeit zu folgen. Lass uns alles aufgreifen, was helfen kann, die Menschen für Werte wie Frieden, Freiheit, Solidarität und Bewahrung der Schöpfung zu gewinnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Dein Geist bürgt für die Wahrheit. Diese ist nicht in Büchern verschlossen. Sie ist auch nicht in das Belieben des Einzelnen gestellt. Gib uns genug Kühnheit und Fantasie, die Spuren des Geistes zu entdecken und die Wahrheit zu künden, wie in den ersten Tagen der Kirche. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, allen hast du die Kraft des Friedens zugesagt. Wir bitten dich, schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Beten wir nun gemeinsam das Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Fünfzig Tage brannte das Osterlicht in der Mitte der gottesdienstlichen Gemeinde. 50 Tage verkündete dort die ungeheure Botschaft des Lebens gegen allen Tod. 50 Tage Widerhall jenes Rufes, der am Ostermorgen den Glanz eines ganz neuen Tages preist.
entzieht es uns aus dem unmittelbaren Erleben. Pfingsten entfacht ein anderes Licht, das Licht aus der Kraft des Geistes. Pfingsten ist der Windhauch, der Ostern hereinholt, auch in die Abenderfahrungen unseres Alltags. Gott, deinen Segen erbitten wir, deine Zärtlichkeit umfange uns, deine Liebe halte und heile uns, deine Kraft wirke in uns, deine Weisheit sei unsere Ratgeberin in allem, was wir beginnen und beenden, heute, morgen und alle Tage unseres Lebens. So segne und begleite uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in Freiheit und Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Hättest du Glauben, auch nur wie ein Senfkorn groß, so spricht unser Herr. Und du sagtest zu dem Berg, geh zur Seite, du. Der Berg, er würde es tun.